Ich glaube, feststellen zu können, über 40 Jahre China-Beobachtung, dass unser größtes Problem in unserem eigenen Erwartungsmanagement besteht. Ich habe Kollegen in den Vereinigten Staaten, die seit 40 Jahren nichts anderes tun und natürlich verärgert und zum Teil frustriert sind, dass diese Chinesen das einfach nicht machen. China hat, ob es uns gefällt oder nicht, das legitime Recht, seine eigenen Interessen zu vertreten, auch wenn die nicht unserem Erwartungsniveau entsprechen. Erwartungsmanagement ist insofern eine große Herausforderung in unserem Umgang